Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und damit herzlich willkommen zu Shin Megami Tensei 5. Wir haben was zu erledigen, soweit ich das gesehen habe, nämlich müssen wir ein paar Maschinchen kaputt machen. Ich guck gerade nur, wo der beste Ausgangsort dafür ist. Auch wenn ich wahrscheinlich eh zu den einzelnen Maschinen skippen werde. Ich würde mal sagen, hier ist der erste beste Punkt. Und dann gucke ich jetzt erst nochmal über die Karte, wo ich ganz genau hin muss. Und zwar bitte gezoomt. Okay, dahin kommen ist easy. Und da komme ich hier auch locker, flockig dran hinten. Die ersten drei sind easy zu holen. Da hinten muss ich eins holen und da muss ich eins wegholen. Und in dem Gebiet, wo wir waren, wo auch eine Abszesse ist, muss ich auch nochmal zwei wegmachen. Das heißt, ich skippe jetzt erstmal zu den Punkten von den fünf Maschinen. Das wird bei mir wahrscheinlich deutlich länger sein als bei euch, aber macht ja nichts, ne? Also bis gleich. So, sind auch direkt an Maschine Nummer 1. Ich wusste doch, dass mit diesen Dingern irgendwas nicht stimmt. Natürlich will ich die Maschinen ausschalten. Es ist meine Entscheidung, ob ich ihn geschwächt bekämpfe oder ob ich ihn im Full-Power-Modus bekämpfe. Jedenfalls sehen wir uns jetzt bei der nächsten Säule. Und hier hätten wir direkt die Säule Nummer 2. So, Wiederkunft bei Säule Nummer 3. So Leute, Säule Nummer 3 erreicht. Jetzt sind nur noch ein paar. Säule Nummer 4. So, unsere letzten können wir uns importen, die ich jetzt in einer Tour einsammle, weil die ist ja direkt neben einem Portal. Und danach müssen wir im neuen Gebiet nach den Säulen suchen. Hier können wir auch noch eine Nebenquest mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Von dem Typen ohne Arme. Ach so, den habe ich schon getötet. Ja, ich habe den schon bei mir. Ich habe den schon erledigt. Und dafür kriege ich eine Auferstehungssalbe. Gut, dass ich die Nebenquest direkt schon erledigt habe. Oh, kehrt der Boss wieder zurück? Oh, der ist klein geworden. Nee, nee, ich will da nicht einheiraten. Nein, danke. Jetzt kann ich den mir auch erfusionieren. So, welchen im Quest hast du? Ach so, die einmal bekämpfen. Nee, lass mal. Das mache ich offscreen. Machen wir erstmal das hier kaputt. Dafür sind wir ja eigentlich hier. Ich nehme auch mal das Geld hier mit, wenn ich schon hier stehe. Weil, kann ja nicht schaden, ne? Geld ist Geld. So, ich gehe mal zu dem hier. Ich will nämlich noch die Abszesse erst platt machen. Und dafür will ich den Weg finden.
Irgendwie in der Richtung. Ich sehe ja von der Karte ja schon, wo der ist. Ich muss nur einen Weg zu dem Hoch finden. Oh, Geld. Ah, der Ichiron-Noob, der mir alle Mimans nochmal aufdeckt. Ja, nimm dir ruhig die Macker. So, wo habe ich alles welche übersehen? Halleluja, habe ich da viele übersehen. Okay, die sammle ich alle offscreen ein. Halleluja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in einem Gebiet so viel übersehen habe. Da war ich ja wirklich ein blinder Fisch, ne? So viele und ich sehe sie trotzdem nicht. Noch eine neue Typ-Aogami-Essenz. Okay, erstmal die Abszesse in der Hoffnung, dass ich dadurch eine neue Fähigkeit nutzen kann. Also eine Fähigkeit mehr. Och nö, lasst mich in Ruhe. Immer diese kleinen Vögel, die meinen, sich mit mir prügeln zu wollen. Sofort erstmal das Wichtige hier oben. Das hat Vorrang. Die kann ich ignorieren. Oh, das Ding, was ich brauchte, um die Hydra zu machen. Da sollte ich doch eigentlich sogar wissen müssen, eigentlich. Wollte ich sagen, weil ich ihn ja einmal fusioniert habe, zählt offenbar nicht. Feuer war's. Dich müssen wir dann einmal austauschen gegen irgendwen, der Feuer gut nutzen kann. Das ist ja einmal unser Quetzekottel. Unser Drache. So. Und die Hydra selbst. Die kann Feuerdrachen schlagen. Als sie ein Gegner war, war sie auch viel größer, ne? So, dann nehme ich mal wieder meinen wilden Wirbelsturm, ne? Alles andere, was ich hier habe, bringt irgendwie nichts. Bei dem würde ich jetzt auch nicht hier das Umagatoki verschwenden. So, wir nehmen natürlich den Feuerdrachenschlag. Kann der vergiftet werden? Ja, der ist gegen alles schwach, vergiften wir ihn eben. Gift-Odem! Macht sogar Schaden. Ja, natürlich kann er sich heilen. Ich sollte versuchen, ihn zu versiegeln. Aber der sich nicht hochhält. Sonst kann das ein ewig langer Kampf werden. So, jetzt kann er nur auf physisch gehen. Wenn er die ganze Zeit sich hochhält, dann würde das ein endloser Kampf werden. So, dann machen wir mal alle nochmal eine Nummer heftiger eben. Und dann heißt es reinhauen. Und daneben gehauen. Ich weiß schon, warum ich Versiegeln genutzt habe. Jetzt ist das so ein hart einseitiger Kampf. Aber ich kann ja nicht zulassen, dass er sich die ganze Zeit hochheilt. Ja komm, hau auch drauf, Idun. Das Ding ist jetzt eh tot. Der Kampf war easy. Gebot der Vitalität und ansonsten nur Meisterfähigkeiten. Ja, auf die Meisterfähigkeiten kann ich eigentlich pfeifen. So, hier direkt unter mir soll ein Niemand sein. Ja, ich sehe ihn.
Das Ding ist, ich will aber erstmal die Säule mitnehmen. Danach kann ich mir ruhig den Mii-Mann gönnen. So, weg mit der Maschine. Aber ich sollte halt wirklich recht behalten, was ich am Anfang zu diesen Dingern gesagt habe, ne? Es kann doch niemals sein, wenn die so schön rot leuchten, dass die für nichts gut sind. Hatte ich direkt gesagt. Ich guck mir gleich ab, was das Vitalitätsding ist. So, jetzt wirklich weiter. Hier ist eine Nebenquest, kann man mitnehmen. Wer bist du denn? Ja. Ja, daran erinnere ich mich. Ich glaube, das habe ich, das Füllhorn. Ja, nimm das. Das hatte einen Boss bei sich. Ich meine, das war die Chimäre, die das bei sich hatte. Megami-Talisman. Habe ich überhaupt eine Megami bei mir? Ja, neu erstellten. Alle meine Techniken basieren hauptsächlich auf Stärke, deswegen muss ich Stärke boosten. Ja, frag mich was. Was willst du mich fragen? Ich finde, Opfer sollten vermieden werden. Also, nach Möglichkeit würde ich es wirklich verhindern. Ein knuffiges Kind. Okay, noch ein Tyrann. Auf einem Dach. Ich will ja nicht. Ich, den Spaß verderben, aber ich habe dich schon alle umgebracht. Oder ist das ernsthaft für ein Gebiet, wo ich noch nicht war? Weil eigentlich habe ich alle Bosse gekillt. Ach, verdammt, ist schon weg. So, dann sammeln wir jetzt eben kurz den Mii-Mann hier ein. Dafür muss ich nur anständig runterfallen. Dank für die Glorie. Und da oben ist wieder ein Teleportpunkt. Der führt in eine Richtung, in die ich gar nicht hin müsste. Da unten ist auch richtig viel Erfahrung wieder. Unter mir ist auch noch eine Kiste versteckt. Wie weit geht dieser Weg? Ach, das ist der Weg, der zu diesem einen Mii-Mann unter Glorie führt. Dann sollte ich mir aber vorher den Teleportpunkt eventuell holen. Und natürlich das hier. Erfahrung für alle! Alle haben Level Up. Aber keiner will was lernen. Doch, einer. Ja, wenn die Heilung, ja, da bringt's ja auch. Die Feuerblockade ist auch sinnfrei. Ich hab die Essenz des Toilettendämons. Hm, ein
Ein Angriff, der ihm auch ein bisschen Leben bringt. Eine Hydra-Essenz. Das Kraftpleroma will ich dem auf jeden Fall geben. Feuerpleroma ist bei dir wieder sinnfrei. So, damit habe ich die Druller jetzt auch noch verbessert. Käme ich überhaupt wieder hoch? Wie gesagt, ich will jetzt erstmal den Teleportpunkt da hinten mitnehmen. Damit ich mich in der Not zurückteleportieren kann. Und dann hole ich jetzt noch die Glorie ab. Immer diese ungewünschten Kämpfe, die sich einfach einmischen. Ich wollte mit niemandem Streit. Ein Oberon. Der will auch keinen Streit mit mir. Er ist schlau. Er weiß, dass das sein Verderben wäre. So, ich hab's geschafft, intelligent hier hinzukommen. So, und irgendwo dort ist auch ein Miemann? Ja, tatsächlich da. Nochmal ein bisschen Glorie. Da können wir uns jetzt auch diese eine Fähigkeit, die ich jetzt neu bekommen habe, angucken. Diese Meistertechniken, die hole ich mir halt über diese blaue Glorie. Also über die Mitamas. Außerdem will ich gucken, was diese neue Aogami-Essenz ist. Welcome. Gebet der Vitalität. Na gut, mehr Vitalität beim Levelaufstieg, ne? Und ich könnte jetzt meine Elektrotechnik insgesamt auf 7 boosten. Bei den anderen, da nützt es mir nichts, weil ich benutze keine Krafttechniken, keine Feuertechniken. Ich benutze hauptsächlich die Aogami-Fähigkeiten. Schändung des Landes. Wäre Dunkelheitsschaden bei einem Gegner und kann Giftzustand auslösen. Ich gucke erstmal, ob ich eine Fähigkeit zur Not mit einer anderen Aogami-Essenz wiederherstellen könnte. Ich könnte das Gotteswasser austauschen. Dafür habe ich eine Aogami-Essenz und ganz ehrlich, ich habe schon den ultimativen Heiler im Team. Und Schlummerwirbel? Ist nicht bedingt für den Nahobino. So, das mitnehmen, das. How is this? Und sobald ich irgendwann eine Fähigkeit dazu holen kann, kann ich mir zur Not Gotteswasser wiederholen. Return. Ja, Leute. Ich würde sagen, hier machen wir dann jetzt für heute Schluss. Da gibt es noch so ein Gebiet, wo ich darüber hin kann, aber ich werde jetzt offscreen erstmal die ganzen Niemands hier einsammeln. Das wird nämlich schon eine Aufgabe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!